Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Shadowman. Wir sind immer noch in den Lavadukten unterwegs und suchen hier noch nach weiteren dunklen Seelen. Ganz viel Gesellschaft, da wechsle ich mal wieder die Waffe. So. So ein bisschen Kollateralschaden ist aber auch was ganz Schönes. Autsch. Was ist hier? Ein bisschen Energie. Okay. Und hier unten? Da noch ein Viecher. Tricks mir die einfach aus. Oh, doch nicht. Die mit ihren Satomaso-Masken hier. Und hier unten ist scheinbar erstmal nichts weiter. Außer ein wenig Lebensenergie. Und da hinten? Ein Gang mit ein paar Soldaten. Und hoffentlich noch eine dunkle Seele. Da hinten sehe ich eine. Aber erstmal wieder etwas Lebensenergie tanken. Die Typen hier platt machen. So, die sind still. Wir schauen uns hier oben um. Da gibt es eine Seele. Sehr schön. Und da fehlen uns noch zwei in dem Level. Ich glaube, wir müssen noch irgendwie da hoch, oder? Wir sind da drüben hochgekommen, da haben wir hier alles eingesammelt. Und mal schauen, was hier in den ganzen unterirdischen bzw. unter lavaischen Gängen gibt, ob da irgendwas Interessantes drin ist. Halt, hier waren wir ja schon. Hier kommen wir ja her. 7 von 9, also noch 2. Ich mal in die anderen Durchgänge hier schauen. Ich höre eine Seele pochen im Hintergrund. Hier waren wir auch gerade. Müssen wir mal hier in den dritten Tunnel gucken, was da drin ist.
Hier waren wir noch nicht, weil hier noch Kisten sind. Wir finden hier noch mehr Soldaten. Wird wahrscheinlich irgendeine dunkle Seele bewachen. Da oben ist ein Kado auf dem Vorsprung da. Und da kommen wir gerade nicht dran. Erstmal unsere Ruhe hier haben vor den Typen. Da unten ist eine Tür. Wo kommen wir da oben rein? Einen kleinen Raum. Okay. Kommen wir bitte hier unten raus. Gut. Was ist hier drin? Noch ein Soldat. Und ein Schalter. Jetzt ist wahrscheinlich irgendwas aufmacht. Genau, die Tür da unten. Da sehe ich da hinten schon die nächste Seele. Die wir uns natürlich auch so gleich holen. Ah, das ist der Raum, wo wir schon mal lang gelaufen sind, unten aber noch nicht hier hoch konnten. Jetzt fehlt uns nur noch eine. Und ich glaube, ich weiß auch, wie wir die kriegen. Dazu müssen wir wieder zurückgehen. Und zum ersten Becken zurückschwimmen. Das müsste ja der Weg gewesen sein. Ja, genau, ist der richtige. Denn dort gab es ja auch noch einen zweiten Tunnel unter Wasser, also unter Lava eher gesagt, wo wir noch nicht drinnen waren, wenn ich mich nicht täusche. Da müsste dann die letzte Seele dieses Levels versteckt sein. Jetzt nur schnell hier durchschwimmen, nicht dass uns dieser schöne große Balken hier malträtiert. Genau, da ist der andere Tunnel, wo wir noch nicht drinnen waren. Da noch was? Nö. Und damit haben wir hier schon die letzte Seele. Und auch alles eingesammelt, was es hier gibt in dem Level. Das heißt, auch die Lavadukte sind jetzt unwichtig für uns. Wo gibt es denn noch was einzusammeln?
Wir haben 89 Seelen. Wir gehen mal. Gehen wir da jetzt schon hin? Nein, wir gehen zur Kathedrale des Schmerzens. Und begeben uns auf die Spuren von Jack the Ripper. Das Schwert, da ist das Schwert. Da muss man rein. Und wir bekämpfen dann den nächsten der fünf. Und damit sind wir in der Downstreet Station in London. Hier haben wir das Tagebuch von Jack eingesammelt. Verfluchtdunkel hier drin. Jupp. Ja, aber wir haben ja das Flambeau, das kann uns ja etwas Licht machen. Selbst unter Wasser brennt das Feuerding. Ja, Udo ist schon praktisch manchmal. So, wo geht's denn da hinten hin? Geht's hier schon weiter? Ja, ich glaube, hier geht's schon weiter. Deshalb gehe ich noch mal zurück. Ich will ja schließlich euch so viele wie möglich von den Level zeigen. Auch wenn es hier ganz schön dunkel ist und man nicht allzu viel sieht. Hier sind wir rausgekommen. Naja, gut. Wo geht's hier hin? Gut, dass wir schon Nacht gemacht haben, weil sonst wäre es ja ganz schön kompliziert geworden, wenn wir als normaler Mensch hier hätten durchschwimmen wollen. Wo kommen wir jetzt hin?
Sieht aus wie ein Fahrstuhlschacht. Jetzt sind wir in der U-Bahn-Station angelangt. Ein wenig Munition kann auch nicht schaden. Gehen wir auf die Toilette. Warum sind hier so viele Fliegen? Und wir haben wieder ein Geheimnis freigeschaltet. Auf der Darmtoilette natürlich, ist ja logisch. Da scheint es viele Geheimnisse zu geben. Da kommen wir her. Oh, ein Kado, sehr schön. Kann ich hier die Helligkeit etwas höher einstellen? Nein. Ja, Hunde. Und auch hier ist wieder so eine Sache, wo der Uncut-Patch doch ein wenig hilft. Und wie ich schon mal sagte, die Hunde sind in der unzensierten Version, in der zensierten Version nicht zu töten. Muss man irgendwas mit Tierschutz zu tun haben, aber Krokodile kann man auch in der normalen Version töten, also. Weiß ich nicht, was die Leute dabei gedacht haben. Und wir haben einen neuen Schnellreisepunkt freigeschaltet. Da geht's weiter. Ich lasse mal hier drüben gucken, ob da noch irgendwas Spannendes ist. Vielleicht ein paar Kado oder so. Aber hier scheint nichts zu sein. Ich hab's. Ich hab's. Und schon wieder Hunde. Da kann ich mal die Dinger hier nehmen. Und auch beide gleichzeitig. Weil ansonsten kann man diese Realwaffen überhaupt nicht benutzen im Spiel. Also wäre es ja sinnlos, wenn ich sie jetzt nicht benutzen würde. Hier muss es doch irgendwo einen Ausgang geben. Wo der wohl ist. Ich würde mal sagen, ich hab's.
diesen Ausgang finden wir in der nächsten Folge. Beziehungsweise, was dahinter ist. Und damit möchte ich mich verabschieden für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.